Willkommen zu meinen Wien-Tipps, meinen persönlichen Empfehlungen für Leute, die Wien besuchen oder in Wien leben. Wir waren wieder mal frühstücken und zwar im Superfood Deli im 6. Bezirk. Das ist im Raimundhof. Raimundhof ist ja ein sehr netter Hof oder Durchgang weg von der Marie-Hilfer-Straße auf der Hausnummer 45. Da gibt es auch zum Beispiel das Secret Garden und Herr Schneck. Das sind zwei sehr nette Lokale, wo man vor allem im Sommer sehr schön draußen sitzen kann. Also es ist ein sehr schöner, ruhiger Hof und haben auch sehr, sehr gutes Essen. Also Secret Garden hat ja Hauptspeisen, auch Süßigkeiten, aber vor allem halt Hauptspeisen. Und Herr Schneck hat Zimtschnecken modern interpretiert, würde ich sagen. Gibt es auch eine bekannte und verschiedene Süße. Da habe ich über beide Lokale schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Und ja, jetzt waren wir im Superfood Deli. Das ist, wenn man von der Marie-Hilfer-Straße kommt, auf der rechten Seite, noch vor dem Secret Garden, also bevor man die Stufen hinuntergeht. Und ich denke, es ist auch im Sommer ein netteres Lokal, wenn man draußen sitzen kann. Drinnen ist es nicht sehr gemütlich und es ist eher für Mitnehmen oder schnell was essen. Also mir hat es sehr gut geschmeckt, aber es ist jetzt kein Lokal, wo ich hingehen würde, um mit Freundinnen ein paar Stunden zu tratschen oder so. Es ist eher fürs schnelle Essen ausgerichtet. Und was es zu essen gibt, kann ich schwer nacherzählen. Deshalb jetzt hier ein Ausschnitt aus der Speisekarte. Guten Morgen. Wir sind im Superfood Deli. Gibt es mal die Acai Bowls. Sind immer mit Bio... Sagt man Acai oder Acai? Das weiß ich nicht genau. Okay, ich habe es auch noch nicht rausgefunden. Ich habe zu Hause dann nachgeschaut, wie man das ausspricht. Und laut Wikipedia und laut Alexa sagt man Acai. Das ist eine Beere aus einem Palmengewächs, die in Mittel- und Südamerika heimisch ist. Aber ich glaube, das weiß fast niemand, wie man die richtig ausspricht. Ich habe immer Acai gesagt bis jetzt. Sind alle mit Bio Acai, Banane und Guarana. Da gibt es immer verschiedene Größen. Da gibt es einmal die Brazilian Acai Bowl mit Granola, Banane und Kokos. Dann Acai Freeze Bowl mit Granola, Kakaonips und Peanut Butter. Die Loaded Acai Bowl mit Granola, Banane, Kokos, Mango, Peanut Butter und Heidelbeere. Dann die Brazilian Super Bowl mit Double Granola, Banane, Kokos, Erdbeer, Double Peanut Butter, Coconut Cream und Heidelbeere. Und die Acai Fitness Bowl ist ohne Guarana mit Plant-Based Protein. Mit Double Almond Butter, Kakaonips, Kürbiskerne, Chia, Kokos, Banane und Heidelbeere. Die ist auch glutenfrei. Es gibt dann noch die Porridge Bowls und die Smoothie Bowls mit ähnlichen Zutaten, aber zusätzlich zum Beispiel mit Porridge. So eine habe ich dann genommen mit Porridge. Dann gibt es noch Upgrades, die man zur Bowl dazu nehmen kann, sind jeweils 1,50 € noch dazu. Das glutenfreie Granola. Almond Butter oder Peanut Butter, Schoko-Haselnuss-Creme, Plant-Based Protein, Heidelbeere oder Erdbeere, Mango oder Maracuja. Und dann gibt es auch noch zwei bekannte Bowls, und zwar die folgenden. Dann lese ich jetzt noch die Lunch Bowls vor. Die werden alle mit Bio-Vollkornreis serviert. Da gibt es einmal die Superfood Poke Bowl mit Avocado, Mango, Edamame, Gurke, Karotte, Rotkraut, Cashew, Nori und Sesam. Und die kann man haben mit Bio-Tofu geräuchert, mit Hot Beans, mit Planted Chicken, mit vegan Sashimi-Tuna oder mit vegan Salmon und Kimchi. Und da kann man sich aussuchen ein Dressing, entweder Teriyaki oder Peanut. Und eine Mayo kann man sich aussuchen, entweder Classic, Trüffel oder Spicy. Und als zweite Alternative von den Bowls gibt es Hot Tulum Bowl mit Bio Chili Sin Carne, Avocado, Mais, Sour Cream und Jalapenos. Und da kann man sich aussuchen, ob man sie mit Planted Chicken oder mit Vegan Meatballs haben möchte. Also man hört schon im Hintergrund, es war nicht ganz leise, weil auch immer wieder der Entsafter oder der Mixer an war. Und es ist jetzt nicht so gemütlich, drinnen zumindest, zum länger sitzen bleiben. Aber geschmeckt hat es uns. Es war eine sehr große Portion. Ich konnte es gar nicht aufessen.
Der Andreas war von seinem nicht ganz so begeistert, weil er den Porridge nicht so gern mag. Also prinzipiell, nicht nur dort, sondern überhaupt. Aber das Obst hat ihm geschmeckt und der Rest von der Bowl. Ja, und Christine, wie hat es dir geschmeckt? Also ich habe bei Superfood Daily gegessen, die Loaded Achai Bowl, glaube ich, hat es geheißen. Die Basis war dieselbe mit Haferflocken und Peanut Butter war dabei, Achai-Beere. Und ich hatte zusätzlich noch ein bisschen mehr Obst, Banane, Heidelbeeren, Mango und mit Kokos. Mir hat es sehr, sehr gut geschmeckt. Ich war positiv überrascht von der Achai-Beere, also die habe ich vorher noch nie gegessen. Hat sehr gut zusammengepasst. Ich mochte auch noch, dass die Haferflocken unten noch warm sind. Die Portionsgröße war super, also es war ein ausgiebiges Frühstück. Und ja, also ich bin ein Peanut Butter Fan, da gab es zwei verschiedene zur Auswahl, Claudia hatte die andere, also kann man auf jeden Fall machen. Und auch den Kurkuma Latte, den ich hatte, war mit, ich glaube, Reisdrink, war auch sehr gut. Ja, es gibt auch interessante Getränke, zum Beispiel Kurkuma Latte, Matcha Latte, Smoothies und Proteinshakes. Und es gibt mehrere Filialen in Wien. Sie sind biozertifiziert, also 99% ist bio und pflanzlich und sie legen auch Wert auf plastikfreie Verpackung. Also man kann es mitnehmen, entweder in einem Pfandglas oder in einer biologisch abbaubaren Verpackung aus Maisstärke. Das war's für heute. Falls ihr eine Rückmeldung habt oder eine Frage oder einen Themenvorschlag, dann schreibt mir bitte an claudia@wien-tipps.info. Ich freue mich auch, wenn ihr den Podcast abonniert oder die bisherigen Folgen hört auf wien-tipps.info. Und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.